Ja, hallo, danke fürs Einschalten. Heute mal ein kurzes Werkstatt-Update. Wir haben einen 520D da, schon mit B-Motor-Generation. Ist ja das einzige F-Modell in der Diesel-Serie, das schon einen B-Motor verbaut hat. Das Fahrzeug kriegt jetzt einen größeren Ladeluftkühler. Den haben wir jetzt schon mal ausgebaut, um den Vergleich da nochmal darzustellen. Aber das wisst ihr ja mittlerweile eh schon. F10 ist ja immer so ein Thema. Ladeluftkühler viel zu klein, versteckt sich zwischen Wasser- und Klimakühler. Dementsprechend schweres Leben hat der. Ja, was gibt es da für Themen? Ladeluftschläuche sind da immer undicht. Den haben wir jetzt gerade in der Waschmaschine. Georg hat schon ein paar Aufnahmen gemacht von dem öligen Ladeluftschlauch. Das blenden wir kurz ein. Ja, den waschen wir jetzt durch, machen neue Dichtungen rein und dann bauen wir das Ganze wieder ein. Das Fahrzeug kriegt dann Tuning über die App. Ja, der Riesenvorteil bei den B-Motoren ist einfach, dass man die Öldruckkennlinie einfach anheben kann. Das Fahrzeug hat eine Ölpumpe, der Öldruck lässt sich da eben elektronisch verstellen. Wie funktioniert das? Die Ölpumpe fördert einfach immer 100% und hat da ein Mengenregelventil sozusagen, mit dem man dann den Druck eben auf- und abbauen kann. Ja, und das Ganze ist natürlich übers Motorsteuergerät gesteuert und dementsprechend kann man halt sagen, im Leerlauf macht 0,1, 0,2 bar mehr. Und somit gibt es dann da keine Probleme mit irgendwelchen Lagerschäden, Mangelschmierungen oder sonstigen. Ja, das kann man natürlich nicht unendlich in die Höhe treiben. Es gibt natürlich ein Limit, was die Pumpe fördern kann. Und ja, das passt man eben so an, dass das super funktioniert, dass man da einfach ein bisschen Sicherheit auch kriegt an die ganzen B-Motoren. Das Problem ist bekannt aus den Vorgänger. F-Modelle gerade sind da sehr stark betroffen, Kurbelschäden und und. Und ja, das will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen. Wir bauen jetzt den Ladeluftkühler ein, machen das alles sauber und ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, Ladeluftkühler ist jetzt drinnen, Fahrzeug geht jetzt raus zum Programmieren. Ja, macht der Kunde im Endeffekt jetzt selber mit der App. Servus, ich bin der Max, das ist mein 520D. Wir probieren jetzt mal die D2-Bulb. Genau, Ladegerät ist dran. Jetzt steckt man den Adapter einmal ein. Die schmale Seite nach innen. Sehr gut, dann machen wir die Zündung einmal an. Dann die Tür offen lassen und den Fahrergurt anstecken. Dadurch bleibt die Zündung immer an. Bei schlechtem Wetter kann man die Tür auch zulassen. Und dann nehmen wir einmal genau das iOS-Gerät, gehen auf WLAN. Dort verbinden wir uns dann mit dem WLAN ECU Connect, bis der Haken dort steht. Und dann gehen wir zurück in die App. Dort hat man dann vom Online-Shop die TAN eingegeben, die man bekommen hat nach dem Kauf. Und dann geht man auf Jetzt mit meinem BMW verbinden. Das geht mit dem neuen Adapter ratzfatz. Dann kann man oben einmal das Fahrzeugmodell und das Kennzeichen hinzufügen, wenn man das möchte. Man kann aber auch direkt sonst auf Motorsteuergerät gehen. Also wir können es bei Bezeichnung, könnte man was eingeben. Aber wir gehen jetzt auf das Motorsteuergerät. Das erste. Genau. Lizenz zuordnen. Und dann können wir jetzt unsere Stages auswählen. Wir haben einen Ladeluftkühler verbaut und möchten eine AGR-Optimierung. Das heißt, wir nutzen den Flash Stage 2 Plus. Dieser wird dann ausgeführt. Das Ganze dauert beim ersten Mal ein paar Minuten länger, da das Steuergerät einmal entsperrt wird dafür. Solange das geflasht wird, keine Türen, Kofferraum öffnen, nirgendwo rumdrücken, die App geöffnet lassen und einfach mal ein paar Minuten im Komfortsitz entspannen. Okay. Dann sind wir fertig, dann drückst du einmal auf OK. Die Zündung wird jetzt ausgeschaltet automatisch, wenn wir hier fertig sind. Das Ganze hat jetzt ungefähr 5-6 Minuten gedauert beim ersten Mal. So, jetzt machen wir einmal die Zündung wieder an. Zündung anmachen immer ohne Bremse, ganz wichtig, sonst geht der Motor an. Und dann gehen wir aufs Getriebesteuergerät. Sollten während dem Programmieren Fehler oder ähnliches kommen, die gehen dann wieder weg. Sollte was übrig bleiben, kann man es mit der App löschen. Gehen wir beim Getriebe auch auf Stage 1 und dann warten wir auch wieder ab. Hier gilt das Gleiche. Das Auto in Ruhe lassen, nichts auf und zu machen, nichts rumdrücken. Nochmal einmal entspannen und dann ist man gleich fertig.
Flashvorgang ist abgeschlossen. Ist das Ganze einmal fertig, dann machen wir die Zündung nochmal an, bitte. Und dann gehen wir auf DTC, rechts oben. Und dann können wir einmal noch den Fehlerspeicher auslöschen. Dafür geht es jetzt einmal ganz nach unten. Alle Fehlerspeicher. Und dann kann man so einfach die Fehler kurz einmal auslesen. Beim BMW gibt es immer ein, zwei Kleinigkeiten, die man dann unten einmal löschen kann. Hat es in dem Fall jetzt nicht gebraucht. Das Auto hat keine Fehler im Kombi angezeigt. Jetzt haben wir es dann noch einmal frisch gemacht und fahren jetzt eine Runde. Und dann darf der Max einmal erzählen, was er so nach 150.000 Kilometer Serie in dem Auto. Ich bin gespannt. Ja, die Installation ist abgeschlossen. Es ist ganz faszinierend, denn der Flashvorgang war super, super leicht. Ähnlich wie bei Bimmercode, wenn man schnell mal was kodieren will. Und auf die ersten Meter merkt man gleich schon die Getriebesoftware und die Ganganzeige, was mir richtig taugt. Jetzt fahren wir mal eine Runde, bisschen warm fahren und dann schauen wir mal, ob dem Max das Mehrdrehmoment von 80 Newtonmeter haben wir jetzt mehr. Von 400 auf 480. Genau, von 190 auf 240 PS. Und wenn alle Temperaturen passen, gibt es bis zu 15 Sekunden einen Overboost. Da blenden wir euch jetzt mal noch die Leistungsdaten alles einmal ein. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit den Sportanzeigen an, die ja auch direkt mit angepasst werden. Dann können wir da einmal durchbeschleunigen. So, man merkt man sofort. Definitiv. Also deutlich über 400 Newtonmeter. Der Unterschied ist definitiv vorhanden, also das merkt man stark. Und das bietet mit dem Mehrdrehmoment einfach auch ein schönes, komfortables Beschleunigen. Das heißt, wenn man einfach entspannt irgendwo auffährt oder bergauf beschleunigt. Vor allem das Auto ist komplett voll beladen. Wir fahren jetzt in Urlaub, wir haben drei Personen im Auto, also nochmal 200 Kilo mehr Gewicht. Das ist schon gut. Also das Mehrgewicht merkt man null. Wirklich so. Also nicht nur für die Kamera. Ja, wir haben dem Max vorher nichts gesagt, was er sagen muss. Ja. Wir haben einfach eine Kamera angemacht. Ich habe hier, wie ihr gehört habt, Tutorial gemacht. Und ja, schön, wenn ein Kunde wieder zufrieden ist. Absolut. Auf Instagram gibt es dann bei Max und Lisa noch ein paar Infos in Zukunft, wie sie auch das Ganze auf den Verbrauch auswirkt. Weil ihr seid ja eher schon Hypermiling-Spezialisten. Genau, also für uns war das jetzt weniger wegen der maximalen PS-Zahl, sondern wirklich auch wegen dem Verbrauch ein spannender Test. Wir fahren mit dem Auto im Jahr 40.000 Kilometer, da ist Verbrauch ein Thema, für uns zumindest. Dementsprechend sind wir da gespannt. Wie viele Kilometer hat denn das Auto jetzt? 253.000. Okay. P47 läuft einfach dahin. Gut und lange. Der Diesel dahin, du hörst gar nichts. Genau. So, hier gehen wir nochmal drauf, würde ich vorschlagen. Genau, einfach leicht beschleunigen, nicht Vollgas, einfach Halbgas. Also wie gesagt, voll beladenes Auto. Ich bin jetzt auf halbem Gas ungefähr und der zieht sehr ähnlich wie damals bei Vollgas, würde ich jetzt mal behaupten. Und schalten wir noch einmal zurück zum Marco. Sehen wir uns gleich wieder. Ja, Fahrzeug hast du jetzt mit der App tuned. Genau. Ich sage was dazu. Einfach, schwierig, kriegt man es hin. Wie schon vorhin kurz erwähnt, kinderleicht. Ähnlich wie bei Bimmercode oder Bimmerlink. Man steckt einfach den Adapter rein, zack, macht zwei, drei Klicks und passt. Und der Unterschied ist definitiv spürbar. Ja. Mit wenig Aufwand. Ja, und ich muss halt einfach auch sagen, so ein 520D ist serienmäßig, ist untermotorisiert, kann absolut, man wirklich sagen. Absolut. Ist halt sicherlich immer ein steuerliches Thema, Anschaffungsthema, ja, das Ganze. Gerade im Ausland. Genau, gerade im Ausland. Im anderen Ausland, in die andere Richtung, Richtung Deutschland, ist es ja sehr angenehm. Absolut, ja. Mit hochmotorisierten Fahrzeugen, aber ich sage mal,
Österreich, Italien, die ganzen anderen Länder, da ist ja viel 2 Liter unterwegs. Es ist eigentlich auch schade, dass man da nicht mehr Zulauf hat, weil du, wie du siehst, da hoffe ich ja voll 90% deutsche Autos. Das stimmt, ja. Viel 3 Liter. Absolut. Und ich bin ja ein kompletter 2 Liter Fan eigentlich. Okay. Und ja, weil einfach das Konzept besser ist. Die schweren Motoren auf der Vorderachse, gerade in die Dreier. Ja. Beim Fünfer spielt es jetzt nicht so eine Rolle, ob da jetzt ein 3 Liter. Man merkt, dass der Vorderwagen einfach viel agiler ist. Genau, genau. Also, wenn man da jetzt mit so einem dicken fährt, dann merkt man das ganz, ganz massiv. Ja. Und da muss man sich immer ein bisschen so den Nutzenfaktor, was brauche ich. Spritverbrauch, ja, wirst du jetzt merken, wird definitiv weniger. Ja. Muss man aber ganz klipp und klar sagen, aber 4 Zylinder kommt nie an einen 6 Zylinder hin. Nie. Glaube ich. Das ist einfach das massive Drehmoment, die Mehrleistung, die du hast mit so einem 6 Zylinder. Da musst du sehr, sehr sparsam fahren. Ja. Und dann bist du halt nicht gefahren, sondern geschlichen und ja. Das macht dann ja auch keinen Spaß. Na, so wird das Ganze da dem Setup, das du da gebaut hast, auch ein bisschen gerecht. M5-Front und so weiter. Ist echt cooles Auto. Ja, hoffe, dass du noch lange Spaß damit hast. Doch, also 250 sind geschafft. Ja, und auf die nächsten 250. Ja, oder? Das hast jetzt du gesagt, aber schauen wir mal. Jetzt auch im Sommer und so mit dem Ladeluftkeller ist dann die Rückregelung von der Leistung und so nicht mehr spürbar, weil er einfach genug Kühlung hat. Ja. Das ist um und auf immer beim Tuning, dass man halt auch dementsprechend die Bauteile verstärkt, das Ganze haltbar macht. Bremse und Co. ist auch angepasst worden. Genau, genau. Ich denke, das Konzept funktioniert ganz gut. Viele werden wieder schreien, A5 als 4-Zylinder, absolute Katastrophe. Ja, die Hater sind wieder am Start. Genau, die hat man immer. Genau. Ja, ich denke, du wirst schon mal jetzt ein paar Kilometer fahren. Gibst uns dann einmal ein Feedback noch, wie es da gefällt. Wir haben ja einige schon im Kundenstamm, die da mit der App jetzt unterwegs sind, gibt es eigentlich keine negativen Rückmeldungen und sind alle happy. Ja, sage ich danke fürs Vertrauen, danke fürs Vorbeikommen und Enk, danke fürs Einschalten und ja, auch danke für 9000 Abonnenten, die haben wir jetzt langsam voll. Macht es weiter so, dann hoffen wir, dass wir bald 90.000 haben und dann schauen wir mal weiter, dann werden wir uns mal was Cooles einfallen lassen. Gut, danke fürs Einschalten, Ende Gelände.